Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bausimulator. Mit mir zusammen, ich bin der Dennis Spitters. Wir sind ja beim letzten Mal stehen geblieben bei dem Auftrag, eine Straße zu asphaltieren und sollen jetzt erstmal zum Kieswerk fahren und dort Teer holen. Und genau das werden wir jetzt machen. Wenn wir als allererstes mal Licht anmachen, denn wir haben es ja abends, wie ihr seht. So, würde ich sagen, legen wir los. Auf geht's zum Kieswerk. Ja, das war doch noch gelb. So, könnte natürlich auch Schnellreise machen. Ich glaube, das machen wir auch. Geht einfach schneller. Hinten war das irgendwo. Ich glaube hier, oder? Ja. Machen wir da. Machen wir das einfach per Schnellreise. Geht am einfachsten, würde ich sagen. So, sollen wir da hinfahren? Tun wir das? Beim Asphalt-Silo kannst du den Asphalt ausgeben lassen. Das funktioniert genauso, wie du es bereits von der Schildkröte-Silos kennst. Ah ja. So, wir sind befüllt. Das heißt eigentlich, wir können jetzt zu der Baustelle. So, wir sollen die Baumaschine positionieren, das machen wir. Wohin? Irgendwie das Gefühl, dass hier gerade was schief läuft. Ich weiß aber noch nicht was. Irgendwie hat er das noch nicht richtig registriert mit dem. Mit dem Asphalt holen. Zum Kieswerk. Irgendwas ist da noch nicht richtig. Okay, ja, dann machen wir das so, dann fahren wir da eben drauf. Wir sind ja schon befüllt. Aber wenn die das unbedingt so genau haben wollen, dann machen wir das. Ja Gott, warten wir mit her.
Das sollte mehr als genug Asphalt sein, um den Schwarzdeckenfeld hier zu befüllen und das Loch in der Straße zu schließen. Gut, dann können wir jetzt wieder zu der Baustelle gehen. Sind unsere Maschine positionieren. Baumaschine befüllen. Fahre rückwärts an den Aufnahmebehälter des Schwarzdeckenfertigers heran und hebe mit R den Frachtraum des Kippers. Okay, machen wir das. Ist das überhaupt der Aufnahmebehälter? Ja, wo ist der? Wo ist der hier? Ja, der ist da. Oder? Muss ja. Ja sicher, da geht er ja gar nicht rein. Ja, andere Seite. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ja, wir machen es anscheinend richtig. So, dann fahren wir den an die Seite. Ich würde sagen, dann stellen wir den mal einfach hier an die Seite. Ja, steht ja glaube ich nicht im Weg. So, steigen wir aus. Steige in den Schwarzdeckenfertiger. Machen wir. Asphalt auftragen. So. Einbaubohlen ausfahren. Das Partieren, das machen wir glaube ich. Jetzt reinfahren. So, Steuerung, Karte, Kontext, linke Kette, rechte Kette, kann man das machen, ist klar.
So, dann schauen wir mal. Machen wir das einfach mal. Versuchen wir es einfach mal. Ja, scheint zu funktionieren. Wunderbar, beim ersten Mal. Jetzt muss der frische Asphalt nur noch verdichtet werden. Hol dir auch eben eine Asphaltwalze vom Fahrzeughandel, solange der Asphalt noch heiß ist. Ja, dann machen wir das erstmal wieder zurück hier. So. Die stellen wir auch erstmal hier an die Seite, würde ich sagen. So. Dann gehen wir eben schnell per Schnellreise zum Fahrzeughandel und holen uns dann so eine Asphaltwalze. Müssen wir schon per Schnellreise hin, weil wir müssen die ja mitnehmen. So. Schauen wir mal, ob wir das, wo wir denn so ein Ding jetzt hier kriegen. Erdbauwalze, Asphaltwalze. 79.000, wir lassen das erstmal. Wir wissen noch nicht, ob wir sie brauchen. Kaufen was. Können wir nachher machen noch. So. Wieder hin. Steht die Asphaltwalze? Ist die das? Oder ist die das? Ne, die da hinten. Ja. Dann bringen wir die auch hin zur Baustelle per Schnellreise. Dann verdichten wir das eben, dann haben wir den Auftrag auch abgeschlossen. Das ging ja wunderbar mit dem Asphaltieren. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht, so perfekt. Also echt mega. So, zack. So, kommen wir mal ran, schön gerade. Öffnen das Kontextmenü. Verdichten ausgeschaltet. Achso, dann muss ich es wieder anschalten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hä? Wieso ausgeschaltet? Erdbauwalzen werden häufig bei der Baugrundvorbereitung eingesetzt. Klar. Positioniere die Walze möglichst gerade an einer Fläche und öffne das Kontextmenü. Aktiviere für dich. Ja. Boah, was soll denn das? Ich will das einschalten. Mann. Wieso? So, der müsste erst draufstehen. Zurück. So. Die Seite noch. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Hier sehen wir ja, was wir noch besorgen. Scheint zu funktionieren. Sehr schön.
Haben wir es doch. Bin im Spielerlevel aufgestiegen. Wunderschön. Führe deinen ersten Asphaltierversuch gar nicht mal schlecht. Fahre die Bohrmaschine jetzt noch von der Baustelle. Ja. Gut, das machen wir. Baustelle räumen. Dann nehmen wir unsere ganzen Sachen wieder ab, würde ich sagen, die wir nicht mehr brauchen. Und zwar machen wir das, indem wir zu unserer Firma fahren. Und das per Fuhrpack dann alles wieder abgeben, was wir nicht brauchen. So, steigen hier erstmal aus. Dann muss man nämlich da. Ach, wir sollen noch mit Harpe sprechen. Ah, fuck. Da müssen wir da nochmal eben hin. Nein. Habe ich jetzt ganz übersehen, dass wir noch mit Harpe sprechen müssen, ist klar. Steht da. Auftrag abgeschlossen. Sehr, sehr schön. So. Jetzt können wir aber wieder. Das war gute Arbeit. Die Asphaltwalze wäre eine gute Erweiterung für dein Fuhrpark. Solltest du dich dafür entscheiden, eine Baumaschine zu kaufen, bekommst du diese beim Fahrzeughandel. Wisst ihr was? Das machen wir. Weil die war ja gar nicht so teuer. Mal betreten. War ja gar nicht so teuer. Die nehmen wir. Gehen wir wieder raus. Boah, hier fast überfahren. So, dann gehen wir zur Firma. Und geben die Sachen wieder ab. Die wir nicht mehr benötigen. Und dann schauen wir mal an, was wir noch für noch neue Aufträge bekommen haben oder jetzt nicht oder wie auch immer. So, wir haben gemietet. War sowieso. Begeben. Asphaltgipfel, den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Dann haben wir die Erdbauwalze. Die haben wir selber. Die haben wir gekauft. Die Schwarzdeckenfertiger können wir zurückgeben. Den haben wir. Erdbauwalze haben wir selber. Baggerlader haben wir selber. Pritschmann ist unser. Asphaltwalze ist unser. Zurückgeben. So, die haben wir gekauft, ne? Ja, dann können wir die hier wieder zurück. So. So, dann gucken wir mal. War das jetzt hier oder da hinten mit den Aufträgen? Auf Firmengelände. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Auftrag Expansion. Noch zwei Ziele von uns. Hilfsarbeiter freigeschaltet. Reiche Level S. Ja. Achso, das können wir noch nicht. Fortschritt. Okay. So. Gehen wir mal gucken, was hier gibt. So.
Wege. Wir machen Straßensanierung. Was haben wir noch? Noch ein Hausanbau. Das ist natürlich die meiste Kohle, 189.000. Könnte man schon gut gebrauchen. Ja gut, hätte ich mir auch denken können, dass wir jetzt wieder so ein Teil brauchen. Die Dinge ja gar nicht abgeben müssen dürfen, sondern egal. Fahrzeughandel. Immer wieder mal so ein Teil hier. So. Dann gehen wir jetzt. Ach, scheiße. Jetzt muss den. Ja. Ist die Baustelle. Dann machen wir das auch noch eben. So. Was ist jetzt hier der Baustelle? Geht gerade irgendwie nicht durch hier. Gewerbegebiet. Da bin ich ja. Ich weiß nur gerade nicht, wo jetzt das Stück Straße sein soll, was ich hier. Gerade nicht durch, sorry.
Wo ist denn das Stück Straße? Was ein Kack, du. Ich mit dem Vorarbeiter. Aha. Ja, sorry Leute, aber da wusste ich jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Da hat ja auch nichts angezeigt, wo jetzt da die Straße war. Vielleicht ein Bug, ich weiß es nicht. Ihr habt es ja gesehen, ich war mit dem Dinger da und ich wusste nicht genau, wo jetzt kümmern wir uns um was anderes. Transport. Das klingt doch gut. Teichanlage. Einfamilienhaus. Kümmern Sie sich um. Transport klingt geil. Das machen wir. Zugmaschine. Okay. Nehmen wir hier wieder raus. Ab zum Fahrzeughandel. Mieten uns eine Zugmaschine. Brauchen wir sowieso irgendwann mal. Die brauchen wir alle Nase lang. Haben wir jetzt schon mal eine Zugmaschine? Fahren wir da mal hin.
fahre ich mal ein bisschen zweite Reihe. Friedenberg. Ihr fahrt alle, als ob ihr irgendwie, weiß ich nicht. Mit Sicherheit keine von unseren Wege. Ey, Scheiße! Das wollte ich vermeiden. Spät gesehen, dass wir da rein müssen. Na egal, kann passieren. Nichts passiert. Wirklich eine Auszeichnung ohne. Nach der anderen, eine Errungenschaft nach der anderen. So, dann fahren wir links. Kaputt gegangen vorne. Fast gar nicht. Das ist nämlich der Kack mit den Blinkern, dass man die wieder ausstellen muss. Dass es nicht automatisch ausgeht, so wie es eigentlich in der Realität ist. Eigentlich hättest du warten müssen, aber das nur mal so. Super, ich brauch doch einen Auflieger. Muss ich mir den auch noch mieten? Krieg ich einen Hammer. Ich dachte, hier steht ein Auflieger bereit. Ich krieg zu viel. Ach Leute, ganz ehrlich. Realauflieger.
irre. Ich werde richtig irre. Ja, da will ich ja hin. Den ist der Auftrag. Bisschen komisch irgendwie. Ach, Moment mal. Moment mal, Moment mal. Jetzt habe ich das begriffen. Müssen erstmal im Bauhof. Müssen die Scheiße liefern. Jetzt habe ich es begriffen. Sorry. War denn jetzt hier nochmal der Eingang? Ich da auch verkehrt. Mein Gott, ich muss. Wandelader. Baustoffhandel, da muss ich hin. Mann, Mann, Mann. So, was brauchen wir denn? Eine mobile Toilette.
wir ein. Sowas brauchen wir. Boah, war teuer, Elektronen. Krieg ich halt. Automatisch laden. Ich werd bekloppt, ey. Ich werd bekloppt. Ich werd irre. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Was brauchen wir denn dafür überhaupt? Eine Zugmaschine. Kran. Multi-Auflieger. Okay. Wollte ich wissen. Steht denn jetzt überhaupt mit der Zugmaschine rum? Blick nicht mehr durch, ja? Ich blick nicht mehr durch. Wo ist denn jetzt meine Zugmaschine abgeblieben? Sag bloß, die habe ich mit abgegeben. Ich drehe am Rad, echt. Ich drehe am Rad. Der kann ja nicht, die habe ich ja gekauft. Aber ich finde die nicht mehr wieder. Hä? Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, ich blicke nicht mehr durch hier. Das ist der Pritschenwagen. Der kann ja nur am Bauhof stehen. Da steht sie doch. Meine Herrschaft. So, ab zum Fahrzeughandel. Einen Auflieger holen. Boah, ey. Wenn man einmal durcheinander ist, ne, dann blickt man nicht mehr durch.
So, dann müssen wir jetzt zum Baustoffhandel die Sachen besorgen. Steigen hier aus. Gehen wir hier in den Laden, holen uns die wie genannten. So, dann gehen wir zur Kasse. Haben das hier geladen? Ne? Ja, dann können wir. So, auf zum Fahrzeug. Und auf zum Lieferort. Ich habe, glaube ich, noch eine Befürchtung, dass wir gleich noch uns noch was besorgen müssen. Zwar brauchen wir doch irgendwie einen Kran, um den ganzen Kram runterzukriegen. Ja, ich weiß, Leute. Konzentration ist irgendwie weg. Tut mir leid. Haben die jetzt auch den Unfall gebaut oder was ist mit denen los? Ich kann ja gar nicht mehr weiter. Es gibt gleich einen Megastau.
haben wir nämlich das Problem. Ich habe nämlich keinen Kran hier dran. Ja? Kuppeln. Das ist das nächste Problem, ich brauche einen Kran. Der hat ja nicht mal einen Stapler hier, der Sack. Also machen wir folgendes. Gehen wir hier hin, nehmen uns den Pritschenwagen, packen den daneben. Glaube ich, das Einfachste. Nein, nicht einsteigen. Ich will da hin, du. Bloß ich kann da nicht lang. Och nee, ey. Mein Gott. Gib zu, ist heute nicht die beste Folge von mir, muss ich ganz ehrlich sagen.
Boah, diese scheiß Ampeln, ja. Das auch nicht mal alle, ey. Ich schlafe allein beim Fahren. Diese Geschwindigkeitsüberschreitung ist 50 oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin die ganze Zeit nur am Bezahlen. So, dann machen wir Folgendes. Wenn ich das so, wenn ich daneben stehe, ist eigentlich klar, wird ja ein langer Kran. Einsteigen. So. Bordwinde öffnen. Machen wir das einfach mal. Obwohl ich das glaube ich gar nicht brauche, sondern muss wechseln. So, dann wollen wir mal. So, runter. Oder deine Chloraten. Zack. Spiel.
Zack. So, haben wir jetzt. Machen wir erst, nee, machen wir erst das lange Teil. Dann kommt ihr dahinter. Zack, kommt jetzt noch die Kabeltrommel, dann haben wir's. So, dann haben wir alles erledigt. Sprich mit dem Vorarbeiter. Machen wir. Ein bisschen umständlich alles, ich gebe es zu. Aber ja, heute irgendwie nicht bei der Sache. Tut mir wirklich leid. Aber immerhin war das abgeschlossen hier. So. Machen wir das alles wieder rückgängig hier. Modus. Und bei Steam warm zurück. Firma. So. Nehmen wir den jetzt mal wieder zurück. So, einsteigen. Das können wir auch wieder zurückbringen, das ist ja unsere. So, mit dem machen wir noch das Licht aus. Das ist ja nur eine unnötige Batterie. So, machen wir erstmal Folgendes, speichern das Ganze ab und dann gucken wir mal, was wir noch so zu erledigen haben. So, Transportcontainer, 17.000 ist aber ein bisschen wenig. Schon wieder eine Teichanlage. Was denn da? Materialien. Boah. Palette Dachziegeln. Klingt doch gut. Wird schon warm mit Kran, soll man nehmen. Den haben wir ja, den brauchen wir ja nicht mehr nehmen. Haben wir ja.
So. Gucken wir jetzt mal, wo der ganze, wo die Baustelle sein soll. Wo soll das sein? Ort. Kein genauer Ort. Dorf. Flugsch. Flugsch. Okay. Könnte man eigentlich auch hinfahren, ne? Ich glaube, so weit ist nicht. Müssen wir sowieso erstmal zum Baustoffhandel. Müssen die Sachen ja kaufen. Haben wir sie alle jetzt? Nein, so. Gut. Mein Gott, kann man das nicht irgendwie abstellen? Verkehrsdichte niedrig, Fußgängerdichte. Bildschirmhilfe an. Yes, Regen, Verkehrsvergehen. Nein. Bahnbeschleunigung, ja. View. Vereinfachte Wirtschaft, ja. Navigationshilfe, Cargo View, ja. Dato, ja. An. Wir einfach trainieren, ja. So, werde ich nämlich da drüber fahren, ohne dass was passiert. Bin nämlich dermaßen auf den Sack.
So, müssen wir jetzt hier im Moment da sein? Ach du Scheiße, ne. Da oben muss das hin. Leck am Arsch. Gut. Muss auf der Straße stehen. In den Stützen. Kann ich so. Aber auf dem Bürgersteig, das geht nicht. So. So. Muss denn jetzt überhaupt wohin? Okay. Das sind die vier Paletten Dachziegeln. Nein, 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 nein. Wie ziehe ich den Mist jetzt ein? Zack, wunderbar, funktioniert doch. Also wunderbar, im Moment scheint es noch zu klappen. Also, so, die knallen wir jetzt dahin. Hier rüber schwenken.
Zack, eine noch. Wunderbar. Würde sagen, wir machen erstmal ein Foto. Komme ich denn da jetzt dran? Güte, ey.
gibt's ja gar nicht. Meine Güte, ey. So, das haben wir auch beendet. So. Sprechen wir nochmal eben mit dem. Sehr schön. So, dann können wir von dann machen. Ab zur Firma. So, nehmen wir mal auf Jobs. Ausbau 81.000. Verkehrsstraße, Villenviertel 94.000. Einfamilienhaus, Wohnsiedlung. Ja, das werden wir wahrscheinlich als nächstes machen. Das auf Vorbereitung 86.000. Haben wir viel zu tun. Ich würde sagen, das machen wir als nächstes. Aber, wie gesagt, das machen wir dann in einem anderen Video. Das würde heute den Rahmen sprengen. Das machen wir, wie gesagt, dann in einem der anderen Videos. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Freitag. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich gebe zu, am Anfang war es ein bisschen holprig. Ich war nicht ganz bei der Sache, gebe ich ehrlich zu. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu sehr übel. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal in einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny. Spielt das. Speichern das Ganze hier noch ab. Damit uns beim nächsten Mal keine Überraschung erlebt und bevorsteht. Und dann war's das für heute. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye, bye.